Hallo Leute und willkommen zurück zu Angelas Highschool Reunion. Weiter geht's mit Level 35. Zeige, wie fantastisch Angela ist, indem du 4 Fantastisch-Kombos erzielst. Oh mein Gott, das waren 5 Leute gleichzeitig abkassieren, oder? Ich meine schon, ich werde es zu Beginn direkt mal ausprobieren. Ganz schön perfekt. Hey Janet, also würdest du vielleicht mit mir tanzen? Ja, ja, später. Sehen wir mal. Hey, was unternimmst du wegen Matt und Angela? Weißt du, ich arbeite daran. Du musst dich beeilen, der Abschlussball ist beinahe vorbei. Also was? Du machst doch jetzt nicht etwa einen Rückzieher? Also, Matt ist mein Bruder, ich will nur sicher gehen. Hast du ihm gesagt, dass ich dein Date für den Ball bin? Noch nicht. Gut, ich will es ihm nämlich persönlich sagen. Ich will nur, dass alles perfekt wird. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Also, ich glaube wirklich, diese Fantastisch-Kombos. Achso, indem du 5 Kunden. Ja, super, da steht's doch. Da steht es doch. Ach, richtig gut. Ja, perfekt. Sehr schön, dann bringe ich dir. Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Aber gut. Dann müsst ihr jetzt zu Beginn alle mal ein kleines bisschen hier warten. Dann möchte ich nämlich erst die Fantastisch-Kombos und dann versuche ich alles andere so durch den Rest noch irgendwie rauszuholen. Ich hoffe, das ist eine kluge Entscheidung. Also, du bekommst eine Bowle und einmal das dazu. Dann haben wir nochmal Bowle und das hier nochmal und Popcorn für euch, bitteschön. Dann haben wir eine Erdbeere und einmal das. Ich habe Karl gehört, aber hier ist gerade so viel los. Da ist er. Oh, sie ist schon. Oh, sie ist ja schon mega wütend. Oh Mann, also wir haben 1, 2. Will sie da hinten jetzt auch schon bezahlen? Oh Gott, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie da hinten bezahlen will. Oh, bitte hau nicht ab. Bitte, bitte hau nicht ab. Ich bringe mal eben die Bowle rum. Und dann bekommst du das noch dazu. Komm. Ah! Shit. Das ist blöd. Ich sollte das vielleicht... Aber jetzt haben wir es, ne? Komm schon, Angela. Gib mir ein bisschen Gas. So, da wird aufgeräumt. Ich habe auch nicht gesehen, dass wir Virginia zum Aufräumen haben. Das ist mir jetzt gerade erst wieder aufgefallen. Das bedeutet, alles gut. So, das hier nochmal eben auffüllen. Oh, dann nochmal die Bowle. Dann das hier nochmal. Dann bekommst du das und einmal das dazu. Bitte schön, das ist dann für euch. Hier wird aufgeräumt. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so und so. Haben da jetzt 3, 4. So, sehr schön. Müssen wir nur auf euch eben warten. Genau, dann haben wir 5. Da wird aufgeräumt. Ach, sehr schön. Ja, doch. Doch, das geht doch. Das geht doch noch einigermaßen klar. So, das ist dann für dich da oben. Hälfte der Zeit haben wir, 2 haben wir schon erledigt, okay. Und Stern Nummer 1 haben wir dann auch gleich. So, aber ich glaube, Ballon im Inventar ist mir dann jetzt doch ein bisschen zu viel. Kommen jetzt nochmal bitte ein paar Leute, sonst bekomme ich das nicht hin. Da gehen schon wieder... Ah nee, die setzen sich hin, okay, ich wollte gerade sagen. Was möchtet ihr? Also einmal Bowle, einmal das, einmal Popcorn. Nehmen wir direkt noch 2-mal mit. Das ist für dich, das ist für euch. Es könnten jetzt aber noch ein paar mehr kommen, die sich an die Tische setzen. Und nicht unbedingt diese Punk-Mädels hier, die so super wenig Zeit haben. So, da wird abgeräumt. Dann einmal das, dann einmal das. Und ihr bekommt auch einmal das. Und 2 davon. So, wir haben 4. Bitte beeilt euch hier vorne am Tisch. Bitte, bitte beeilt euch, dass sie dann nicht allzu schnell die Laune verlieren. Kommt schon. Kommt schon, macht hinne. So, da wird abgeräumt. Hier wird abkassiert. Und dann haben wir es doch, ne? Yay, dann haben wir es. Ach, super. Und ich denke, den dritten Stern werden wir aber auch noch bekommen. Das sollte nicht das Problem sein. So, für dich ist der Burger ohne Gurke. Dann können wir jetzt hier schon mal abkassieren. Jetzt kann ich es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen und einmal den Ballon auf Vorrat haben. So, der kommt direkt... Hier, Angela. Der kommt direkt mit ins Inventar. So, 2-mal Popcorn, dann einmal Bowle, dann einmal das. Bitteschön und bitteschön. Und dann bekommt ihr nochmal Bowle, dann das hier und einmal Corn Dog, bitteschön. Dann haben wir endlich mal wieder die Erdbeere und dann haben wir das und das. Ich hoffe, ich habe jetzt alles einigermaßen gut dabei. Das für dich, das für dich. Aufräumen und hier nochmal abkassieren. Und dann kann die Virginia davon auch nochmal aufräumen. Fabulous! Wow, das war sogar eine mehr, als ich gebraucht habe. Sehr schön. Hey Matt, hast du noch meine CD Abschlussball-Hits? Janet, ich will wirklich nicht mit dir reden. Matt, wie kannst du es wagen? Ich habe dir doch gesagt, dass Kies und ich jetzt zusammen sind. Was, mein Bruder? Du bist verrückt, Janet. Sprich nie, nie wieder mit mir. Na also, das sollte die Sache vorantreiben. Da Kies jetzt sauer auf Matt ist, wird er alles versuchen, damit Matt und Angela nicht Ballkönig und Ballkönigin werden. Oh Mann. Oh Mann. Das ist so ein Biest, ne? Jetzt ganz
ehrlich, die ist richtig schlimm. Stelle sicher, dass die Miller-Brüder keinen Streit vom Zaun brechen. Okay. Bruderliebe. Du konntest es einfach nicht sein lassen, oder? Wovon redest du? Warum gehst du nicht gleich mit der gesamten Cheerleader-Truppe zum Abschlussball? Wir Normalsterblichen werden voller Bewunderung zum glorreichen Matt hinaufblicken. Hast du jetzt genug in Selbstmitleid gebadet? Ich muss los. Du bist der Einzige, für den ich Mitleid habe. Du musst immer der Gewinner sein, ganz egal über welche Leichen du dafür gehen musst, selbst wenn es dein eigener Bruder ist. Du passt besser auf, was du davon dir gibst, kleiner Bruder. Warum? Hast du etwa Angst, dass die Leute sehen, wer du wirklich bist, wie du wirklich bist, wie auch immer? Diese gleichen Stimmen der Brüder sind dann auch fantastisch, ne? So, da gibt es eine andere Soße noch dazu. Halt die beiden vom... Moment. War ich gleich. Ich bring das erstmal rum. Muss ich dann... Ah, ich muss zu ihm gehen. Ich muss nicht zu Matt. Ich muss zu Keith anscheinend. Ich weiß es nicht. Aber egal. Also, das ist für dich. Das ist für euch. Sollte alles kein Problem sein. 2000 Punkte. Okay, dann können wir mal eben kassieren. Dann halte ich dich davon ab, da auf deinen Bruder einzuprügeln. 1, 2, 3 davon. So, bitteschön, hier wird aufgeräumt. Das macht wieder die wunderbare Virginia. Das freut mich. So, dann mache ich den Ballon. Genau, den wollte ich nämlich gerade auf Vorrat machen. Und jetzt möchte den direkt schon jemand. Ihr bekommt dann gleich 2 davon. Okay, ich kassiere erst. Virginia geht dahin. Wir schnappen uns davon ein. Gehen dann nach oben. Da ist Karl. Ich habe ihn bei diesem Durcheinander tatsächlich gesehen. Ist ja unglaublich. So, das füllen wir eben auf. Dann bekommst du einen Burger mit Gurke und einmal das dazu. Bitteschön. Virginia aufräumt. Dann machen wir den hier nochmal. Was habe ich falsch gemacht beim Burger? Irgendwas? Wahrscheinlich wieder den Pixar hier hinten vergessen, ne? Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Also, 2 Ballons müssen wir machen. Ich hoffe, dass wir das in der Zeit schaffen. Aber ich denke schon. Ich gehe mal eben hin. Bin ich doch eher auf der sicheren Seite? Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, also, dann bekommst du das. Ich kassiere auch direkt. Das hier kommt dazu. Und einmal Burger ohne Gurke. Bitteschön. So, dann gehe ich nochmal schnell da oben hin. Dann bekommt ihr Popcorn und Kuchen. Bitte sehr. So, Virginia, du kannst mal wieder aufräumen. Dann einmal Erdbeere und einmal Kuchen. Bitte schön. Auch direkt kassieren. Und dann gehe ich wieder da oben hin. Zu den beiden Streithelden. Aber ganz ehrlich, alles nur durch die miese Janet, ne? Mich würde aber mal interessieren, ob das denn dann am Ende noch irgendwie rauskam. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Der Matt war doch gar nicht so schlecht, auf sie zu sprechen in der Gegenwart, oder? Also nicht so richtig mies. Von daher, ich weiß es gerade gar nicht. So, dann bringe ich euch das. Hier wird aufgeräumt. Dann einmal Burger mit Gurke. Und dann Popcorn dazu. Und dann sollten wir kassieren. Oh, wir haben noch nicht den ersten Stern. Aber ich denke, das klappt doch trotzdem, oder? Ich gehe nochmal eben dahin. Virginia räumt auf. Dir bringe ich das. Ich hätte gerne mal eine Kombo. Ja, jetzt kann ich eine machen. Super. So, hier wird aufgeräumt. Und dann komme ich direkt nach euch zu oben. Mein Gott, nach euch zu oben. Zu euch nach oben, das wollte ich sagen. So, dann einmal Bowle für dich. Hoffentlich hat da einer schön viel Alkohol reingekippt auf dem Abschlussball. Und deshalb artet das Ganze hier dann vermutlich später aus, weil die sich alle betrunken prügeln oder so. Ich will es nicht hoffen. So, dann bekommst du, oh Gott, was ist das denn? Also 2 mit Ketchup, wenn ich das richtig sehe. 1 mit Senf vielleicht. Ich weiß es nicht, wenn ich gerade schon mal da bin, komme ich zu dir, Keith, und dann muss ich hier unten kassieren. Oh, ich habe einen vergessen, es tut mir leid. Es tut mir leid. So, dann einmal Burger ohne Gurke und Kuchen dazu, bitteschön. Und dann noch einmal Burger mit Gurke. Vorher gehe ich aber noch hier hin. So, Virginia, du darfst wieder ein bisschen was tun und aufräumen. Dann muss ich auf jeden Fall kassieren. Dann einmal Bowle, dann einmal das hier für euch. So, dann haben wir einmal das und eine Erdbeere, bitteschön. Dann komme ich zu Keith. Der da gleich total ausrastet. So, dann haben wir nochmal eine Erdbeere. Oh, Burgerbrötchen muss ich auffüllen. Virginia, geh du mal bitte hier hin. Und danach nochmal dahin. So, also ein Burger mit Gurke. Machen wir das erstmal so. Muss ich da nochmal hin oder kriege ich das jetzt so hin? So, und dann nochmal einen Burger. So, bitteschön. Ich laufe nochmal eben hin. Ist mir sonst zu heikel. Ist mir sonst alles hier viel zu heikel. Deshalb lieber nochmal hingehen und ihn beruhigen. Tadam, geschafft! Sauberer Laden! Und Karl haben wir auch. Ich kann ja verstehen, dass das schwierig für dich war, Keith. Aber du hast das Richtige getan, indem du zu mir gekommen bist. Ich würde es allerdings begrüßen, wenn du die Identität des Mädchens preisgeben würdest, um das es hier geht. Sie ist nicht auf dieser Schule.
Aber wie auch immer, sobald alle herausfinden, dass es Matt war, dann rückt das unsere Schule in ziemlich schlechtes Licht. Was? Jetzt erzählt er über seinen Bruder einfach nur Mist, dass der eine geschwängert hat, die dann nicht mal von der Schule ist und für den Direktor ist das voll der Weltuntergang? Janet führt etwas im Schilde. Stelle sicher, dass du sie daran hinderst. Okay. 350 für... Nach dem Aufblasen all dieser Ballons hat Angela neue Energie und läuft schneller. Oh, richtig gut. Okay. So, stelle sicher, dass sie nichts sabotieren kann. Ja, aber was für Ballons sind denn jetzt damit gemeint? Ach, das ist wieder so ein Level, wo die sich hier so reinschleicht, ne? Das finde ich immer richtig super. Und jetzt wird sie wieder so husch husch machen und die wegschicken, oder? Ich weiß es nicht. So, wie ist das jetzt? Wie war das mit den Ballons? Habe ich jetzt gerade nicht so richtig kapiert. Egal, sollten wir auch so hinbekommen. Oder vielleicht habe ich gleich kurz Zeit, um danach zu schauen. Janet, geh da weg. Geh da weg, meine Liebe. Haben wir Virginia zum Aufräumen? Nee, haben wir nicht. Och, Manu. Ich mag das nicht, wenn Virginia nicht da ist. Es ist alles immer so schwierig. So, einmal das, einmal das, einmal Bohle, einmal Erdbeere. Bitteschön. Dann räumen wir auf. Alte, geh da weg. Geh da bloß weg. So, dann noch einmal die Bohle, dann noch einmal das hier. Das ist dann für dich. Wird abkassiert. So, Burgerbrötchen eben auffüllen. Dann räume ich hier auf. Karl, da bist du direkt am Eingang. So, dann möchte ich jetzt gerne einen Ballon mal auf Vorrat machen. Was war das jetzt, wenn du die Ballons aufpustest, dann läuft sie schneller? Also jetzt tatsächlich einfach nur diese Ballons hier? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie schneller läuft, aber ist okay. Sollte, wie gesagt, auch so funktionieren. Danach machst du nochmal bitte einen. Dann schnappen wir uns das und das und nochmal das. Okay, dann wieder den Ballon. Das für dich, das für dich. Und dann hätte ich aber gern mal eine Kombo, oder? Ich scheuche sie mal eben kurz weg. Aber die Gute hat ja nie so viel Zeit, ne? Das ist immer ein bisschen das Problem. So, zwei Erdbeeren. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt noch. Bitte nicht das Herz verlieren. Sie wird es verlieren. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. So, hier vorne aufräumen. Dann einmal das hier. Dann die Erdbeere für euch. Janet, hau ab. Hau ab, du alte Ziege. Ich hoffe, das hat jetzt noch funktioniert, dass ich sie... Ich habe sie schon angeklickt. So, dann einmal das und dann einmal so und so. Und, ah, noch ein zweiter Burger. Okay, habe ich zu spät gesehen. So, bitteschön. Dann wird hier vorne eben aufgeräumt. Dann mache ich zwei davon. Ich habe was vergessen. Es tut mir sehr leid. Aber ich muss noch kassieren. Oh, wird es jetzt schwieriger? Wird es jetzt tatsächlich schwieriger? So, dann machen wir einmal den Burger für euch. Bitteschön. Dann seid ihr zufrieden. Nehme ich die Erdbeere mit und gebe dir nochmal das Popcorn. So, dann füllen wir das hier nochmal auf. Ballon haben wir jetzt. Hier wird aufgeräumt. Dann haben wir einmal Bowle, einmal Popcorn, einmal Törtchen, einmal Corn Dog. Bitteschön. Dann scheuche ich dich weg. Ich weiß halt nicht, wo ihr Endpunkt dann ist, ne? Im Endeffekt, wo sie dann tatsächlich irgendwas sabotiert. Keine Ahnung. So, den fülle ich mal wieder auf. Dann räumen wir hier eben kurz auf. Da kommt es schon wieder angeschlichen. Die Alte. So, hier wird eben kassiert. Dann scheuche ich dich weg, hol mir die Erdbeere und mache einen Burger fertig. So, das dann für euch da unten. 2515. Ja, da kriegen wir noch hin. Sag mal, was mache ich da immer falsch? Was mache ich da mal falsch? Wahrscheinlich vergesse ich echt immer den Piekser da, ne? So, das, das und das und das. Dann verscheuche ich sie aber eben. Geh weg, Alte. Geh da bloß weg. So, dann bringe ich euch den Kram, räume ich hier eben auf, kassiere hier, mache eben die Bohle für euch fertig. So, dann bekommst du den Ballon und einmal das. Bitteschön. Habe ich ja zum Glück noch dabei. Aufräumen und Janet verscheuchen. So, ich möchte gerne noch einen Ballon machen. Ich möchte das hier auffüllen und dann brauche ich einmal das mit Senf und Popcorn. Den schnappen wir uns. Das ist dann für euch. Ich weiß, ich muss da hinten aufräumen. Ich hoffe, dass ich das jetzt gleich hinbekomme. So, Bohle dazu. Bitte schön, abkassieren. Janet, dann aufräumen. Dann da oben das Törtchen für dich. Dann hier vorne aufräumen und dann am besten kassieren. Kann es sein, dass sich hier auch immer mehr Schüler irgendwie versammeln auf der Tanzfläche? Habe ich so das Gefühl, erst waren die doch nur zu viert. Und jetzt geht das schon ein bisschen mehr ab. Janet, weg mit dir. Weg mit dir, du Ziege. So, das hier einmal Popcorn, zwei davon. Juhu, dann haben wir es doch jetzt gepackt, oder? Oder? Ja! Ach, supi. Sehr schön. So, das ist für dich, Janet. Hau doch bitte ab. Du hast doch hier nichts verloren. Keiner will dich hier haben. Hab ich so das Gefühl. Irgendwas habe ich...
Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich sah jetzt gerade so das Problem nicht. Und ich hätte vielleicht mal erst kassieren sollen. So und so. Das dann für dich und dann nochmal zwei Burger. Ja, ich glaube, dann klicke ich irgendwie ungenau, ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen. So, dann wird da aufgeräumt. Dann machst du nochmal einen Ballon fertig. In der Zwischenzeit machen wir... Ah, ne, Quatsch. Scheuch sie mal weg, bitte, Angela. Nicht, dass uns das jetzt hier am Ende noch zum Verhängnis wird. Außerdem hätte ich noch einen Ballon gehabt. Angela dahin, genau. Ich hätte noch einen Ballon gehabt. Alles gut. Dann kommst du den. Und dann haben wir es... Ich klicke nicht genau. Ich glaube echt, ich klicke da nicht genau auf irgendwas drauf. Und dann bricht sich das ab. So, da haben wir es. Janet, hau ab. Juhu. So, weiter geht's. Level 37. Angela bekommt keine Hilfe beim Abräumen der Tische. Ja, hatte ich jetzt vorhin auch nicht. Daher muss sie eigenhändig drei Tische... Oh Gott. Drei Tische nacheinander. Okay, und dann ist es hier so voll. Eieiei. Okay. Bin ich gespannt, wie das so wird. Scheinerbe. Hey, kann ich kurz mit dir reden? Ich weiß, dass du total auf Matt stehst und so, aber du solltest wissen, dass er dir nur dein Herz brechen wird. Bist du nicht sein Bruder? Ja, darum weiß ich das auch. Was ist zwischen euch beiden vorgefallen? Ihr wart doch letztens noch die allerbesten Freunde. Du hast es ihm noch nicht gesagt, oder? Ihm was gesagt? Wenn ich du wäre, dann würde ich mich auch gar nicht bemühen. Matt interessiert sich nur für eine Person. Er selbst. Okay. So, was gibt's Neues hier oben? Mandarine oder whatever? Was ist... Ach, Tomate ist das. Ich dachte gerade, es soll das eine Kirsche sein auf einem Burger oder was? Aber gut. So, also das hier mit Schokolade, dann einmal das. Drei Tische hintereinander abräumen und das Ganze dreimal. Ist das doch eine Kirsche? Man spießt doch oben auf dem Burger keine Tomate auf, oder? Ja gut, doch. So eine kleine Cocktailtomate wird es sein, denke ich mal. Gut, dann ergibt es doch irgendwie Sinn. So einmal Bowle und zweimal die hier mit Ketchup. So, viermal drei Tische hintereinander abräumen. Wow. Da werden wir, ich habe Karl gehört, aber ist jetzt egal, da werden wir vermutlich einige Schüler hier ein bisschen sauer machen, wenn wir nicht ganz so schnell vorankommen. So, das hier kommt dazu, dann nochmal ein Burger. Oh ja, Leute, es wird schwierig. Ich merke schon, es wird tatsächlich schwierig. So, dann ist die nochmal für dich. So, dann muss ich da unten abkassieren. Dann bekommt ihr einmal den kompletten Burger. Und das dazu, bitteschön. So, da hätten wir jetzt rein theoretisch dann drei Tische, ne? Dann darf ich aber in der Zwischenzeit nichts anderes machen, aber das passt doch. Räum ich den ab. Und dann sind die da unten nämlich auch fertig. Ach, super. So, in der Zwischenzeit entscheidest du dich. Das ist gut. Einmal ohne und einmal mit Cocktailtomate. So, einmal haben wir geschafft. Ach, super. So, Brötchen nochmal eben kurz auffüllen. Dann Kuchen und Popcorn für euch. Und du möchtest einen Ballon und eine Mandarine. Einfach so ein kleines Stück Mandarine ist auch irgendwie merkwürdig, oder? Oh, hallo Karl. Und da ist schon der nächste Tisch. Ja, ja, okay. Ich möchte eben den Ballon noch fertig haben. So, das kommt dazu. Und dann kommt das dazu. Und das hier. So, bitteschön. Und dann muss ich auf jeden Fall hier vorne eben kassieren. Oh Gott, ich habe vergessen, die Bestellung umzubringen. Das ist natürlich auch doof, ne? So, das hier und Popcorn, bitteschön. Dann nochmal Popcorn und Bowle, bitteschön. So, dann kassiere ich jetzt eben, dann räume ich den ab, dann räume ich den ab, dann räume ich den hier unten ab. So, zwei Brötchen haben wir noch, okay, können wir gleich auf jeden Fall auffüllen. So, du bekommst den Ballon und dann einmal den Burger ohne... Ja, ich klicke dann ungenau, ich habe es gerade gesehen. Ich habe jetzt aus Versehen auf die blöde Tomate geklickt. So, hier nochmal auffüllen. Dann bekommst du ein Stück Mandarine mit Schokolade. Ganz großartig. Oder Orange oder so, keine Ahnung. Kann ja alles Mögliche sein. So, Ballon wollte ich fertig machen. Hälfte der Zeit haben wir und wir müssen noch zweimal die Tische abräumen. So, einmal Burger komplett, einmal Kuchen, einmal Popcorn. Dann kommst du und möchtest Erdbeere und Ballon. Okay, da kommen schon die Nächsten, die sich an die Tische setzen. Das ist super. Dann bekommt ihr einmal das und einmal Burger komplett. So, bitteschön, dann muss ich hier kassieren. Dann einmal ein Burger ohne Gurke und Kram und einmal Bowle und einmal Popcorn. So, dann ist das hier für dich. Und dann, wenn ich jetzt nichts anderes mache, habe ich doch... Nein, 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 fuck, 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 fuck. Nein, nein, ich habe es versaut. Ich habe es versaut, ich habe nicht gesehen. Das ist auch echt schwierig. Starte ich es neu oder kriegen wir das noch hin? Ah, ich versuche es noch hinzukriegen. Ach,
doof. Ja, es ist auch echt schwer. Also wenn ihr solche Spiele mal selbst gespielt habt, dann werdet ihr ja wissen, dass es echt schwierig ist, nebenbei das Tablett im Auge zu behalten. Also ich finde, das ist manchmal echt unmöglich. Und deshalb, ja, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. So viele Leute kommen nicht mehr für die Tische, denke ich. Also einmal das hier und einmal das, einmal Popcorn. Dann starten wir es halt gleich nochmal neu. Aber bitte dann nicht wieder zu viel kriegen und beschissene Folge und hier und da. Bitte einfach ganz easy mal akzeptieren, dass das so ist. Das wäre total schön. So, das sind dann die drei Tische. Ah, das kriegen wir doch niemals hin. Das kriegen wir doch echt niemals hin. So, das nochmal. Und dann das nochmal für euch. Und dir fehlt ein Burger. Ach Mann. Ja, eigentlich kann ich's. Ja, jetzt können die da nämlich nicht sitzen. Eigentlich kann ich es im Endeffekt aufgeben. Das schaffen wir nicht mehr. Ach, blöd. Ach, blöd. Und da wir bis jetzt immer alles so gut geschafft haben, würde ich eigentlich auch ganz gerne, ja, mal eben gucken, vielleicht haben wir Glück, würde ich auch ganz gerne das jetzt alles schaffen und nicht später nachholen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt nicht viel zum Nachholen. So, sorry, ich glaube, das ist für dich. Jo, das machen wir, ja, definitiv. So, Konzentration. Und jetzt packen wir es. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich das alles direkt hinbekommen muss, ne? Also ich darf ja im Endeffekt keinen Fehler machen. Ich darf die Tische nicht zu früh abräumen, also nicht mal einen Tisch im Endeffekt. Denn sonst funktioniert das Ganze zeitlich nicht mehr. Aber gut, ich gebe mein Bestes. Ich versuche mich zu konzentrieren. Und ich glaube, ich bereite schon mal einen Ballon wieder vor. So, ihr setzt euch da jetzt zu dritt hin. Alles klar. Was kann ich für euch tun? Ich kann euch einmal einen Burger mit Gurke bringen. Dann nochmal Popcorn dazu und einmal eine Mandarine. Bitteschön. Oh, da hätte ich für dich direkt die nächste Mandarine mitnehmen können. Aber okay. Und ich werde jetzt auch bei allen anderen, sofern das funktioniert, sofort kassieren. Damit ich gar nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, damit hier gar nicht so viel los ist. Und ich dann so denke, ah, was muss ich tun und so. Von daher wird am besten direkt kassiert. Auch bei ihr, wenn sie jetzt da vom Tisch kommt. Das ist voll okay. Karl, ich habe dich gehört. Ach, da warst du, genau. So, also wir haben jetzt drei Tische. Okay, ich darf jetzt nichts anderes machen. Hier abräumen, da abräumen und unten definitiv abräumen. So, im Endeffekt Viertel des Levels und die erste, ja, die erste Aufgabe von vielen erledigt. So, das hier ist dann für dich. Bitteschön. Ach, Ballon habe ich gar nicht mehr. Sorry. Ich dachte, ich hätte den noch. Es tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Tut mir sehr leid. So, bitteschön, das ist dann für dich. So, ihr bekommt einmal die hier, einmal die hier. Bitteschön. Dann entscheidest du dich für zwei komplette Burger. So, hätten wir das auch. Da kommen jetzt schon die nächsten. Wir füllen das hier auf Tisch Nummer 1. Haben wir. Fantastisch. Direkt abkassieren, sonst kriege ich hier nachher irgendwie zu viel. So, dann haben wir einmal diesen Burger. Und dann haben wir einmal Popcorn. Und dann haben wir einmal, was habe ich? Ach ja, das hier, genau. So, hätten wir einmal das. Dann haben wir Popcorn und Corndog mit Senf. Alles klar. Mandarine und Corndog mit Ketchup. Bitteschön. Dann werde ich jetzt sofort abkassieren. Habe ich da sogar noch eine Zweier-Kombo. Das ist schön. Dann wird hier aufgeräumt. Geht sie auch noch durch? Ach nee, schade. Da wird aufgeräumt. Hier wird aufgeräumt. Und da unten wird aufgeräumt. Dann haben wir nämlich Nummer 2 definitiv auch schon erfüllt. So, dann hast du vielleicht noch einen Moment Geduld. Ah nee, hat sie nicht. Schade. Ich glaube, sie hat schon Herz verloren, ne? Dann ist das egal. Machen wir hier definitiv eine Kombo. So, du bekommst zweimal Bowle. Das ist zum Glück relativ schnell erledigt. Dann würde ich gerne einen Ballon vorbereiten. Hier nochmal auffüllen. So, Stern Nummer 1 haben wir. Das ist natürlich fantastisch. Aber ich möchte natürlich auch die Aufgabe schaffen. Also ein Burger komplett. Einmal Bowle und einmal Erdbeere. Bitteschön. Dann kommst du, meine Liebe. Was möchtest du? Einmal Burger und einmal Popcorn. Okay. So, da kommen jetzt schon die nächsten. Ich kassiere aber jetzt einfach mal, genau. So, und einmal Corndog mit Ketchup, bitteschön. Und ihr entscheidet euch auch für Burger nicht komplett. Dann einmal das und was habe ich noch? Das hier. Ich bediene ihn da oben jetzt noch nicht. Ich gucke nämlich erst, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht, aber ja, sieht gut aus. So, jetzt kassiere ich. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen unlogisch, aber egal. Jetzt bringe ich dir den kompletten Burger. Und dann räume ich alle Tische ab. So, 1, 2 und 3. Und jetzt müssen ja hoffentlich noch so viele Leute kommen, dass die ganzen drei Tische noch einmal, noch zweimal komplett. Ja, aber wie soll das denn funktionieren, Leute? Das geht doch zeitlich. Ach doch, ich hab's jetzt. Quatsch, ich hab's jetzt einmal hinbekommen. Ja gut, dann könnte das natürlich doch funktionieren. Müsste das funktionieren. Weil ansonsten weiß ich nicht, wie man das sonst hinbekommen soll.
So, das ist dann für euch. Okay, kein Fehler machen. Das schaffen wir doch hoffentlich locker. So, das ist für euch. Ballon habe ich dabei. Okay, was möchtest du? Ballon und Popcorn. Bitteschön. Da kommen die Nächsten, die sich an den Tisch setzen. Das ist super. Dann werde ich nochmal eben den Ballon auffüllen. Genau. Kein Stress, kein Stress. Von der Punktzahl kriegen wir das definitiv hin. So, der ist für euch. Bitteschön. So, du bekommst Ballon und Bowle. Und da sind auch schon die Nächsten. So, jetzt keinen Fehler mehr machen. Abkassieren. Corndog und einmal den Burger für euch. Bitteschön. So, dann wird jetzt kassiert und dann kann ich 1, 2 und hoffentlich gleich 3 Tische abräumen. Ich darf sie nicht bedienen. Genau, ich muss erst abräumen. So, und du bekommst dann die Erdbeere und einmal den Burger dazu. Ach, super. Haben wir es doch noch hinbekommen. So, dann fülle ich auch direkt nochmal auf. Ich meine, wir sind jetzt sowieso am Ende, ne? Von daher macht das nichts. Dann bekommst du noch den Burger einmal komplett. Bitteschön. So, geschafft. Juhu. Einmal Popcorn im Inventar. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber gut. Alter, kannst du mir verraten, was dein Problem ist? Als ob du es nicht wüsstest. Das ist die Stimme. Warte. Ehrlich gesagt kann ich es nicht erwarten, bis du von der Schule geschmissen wirst. Warum sollte ich das? Was hast du Schuldirektor Morgan erzählt? Ah! Oh, jetzt gibt es richtig Stress unter den Brüdern. Oh Mann, so, wie viele Level haben wir noch? Ich denke, wenn ich mich das nächste Mal beeile, können wir es abschließen, ne? In dieser, also in der nächsten Folge dann. Ja, 3 und eine Prüfung müssen wir noch eigentlich hinbekommen. Und dann kommt das Klassentreffen. Oh Leute, ich freue mich. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.